2. August ist ein Fischmarkt bombardiert worden. Das ist am Tag, wo die Leute sind posten. Das habe ich aus dem Bericht hier von der Professorin Martin Mundi. Er ist von der World Peace Foundation herausgegeben worden, Anfang Oktober. Man kann ihn online beziehen. Ich tue es unten verlinken. Sie ruft dort innen Parlament, Bürger, zivile Organisationen auf, den Konflikt endlich zu beenden, der jetzt in sein 4. Jahr geht. Dass ein Fischmarkt bombardiert worden ist, sei kein Zufall, sagt Professorin Mundi. Das ganze hegi System. Ebenfalls am 2. August dieses Jahr ist das Spital von der grössten Hafenstadt von Jemen bombardiert worden. Und Wochen darauf bereits sanitäre Anlagen und Wasserversorgung. Am 9. August sei ein Schulbus getroffen worden von einer amerikanischen Lenkrakete. Mindestens 29 Kinder unter 15 sind dabei ums Leben gekommen. Man muss sich das mal vorstellen. Schulbus. Anscheinend hätten die Kinder in ein Lager sollen. Eine Bombe. Eine Lenkrakete. Das heisst, die Kinder sind zerfetzt worden oder bei lebendigem Leib verbrannt. Oder so Stellvertreter-Bildchen bastelt. Aber wenn man das googelt, findet man das ganz einfach. Man sieht dann einfach den schwarzen Bus und kann sich ungefähr vorstellen, was das heisst. Von einer Lenkrakete. Ich meine, dann staunt man nachher, dass die Leute auf der Strasse Amerika-Flaggen verbrennen und auf ihre eigenen Flaggen schreiben «Tod der USA». Ich meine, und haben wir irgendetwas gehört in unseren Medien von diesem Unfall? Ja, natürlich, das ist schon gekommen. Eine Minute oder so ist es auch im Schweizer Fernsehen gekommen, ganz klar. Aber ich meine, das mit dem Journalist, der von den Saudis ermordet worden ist, ich meine, das ist ja ein riesen Thema. Da haben ganz Haufen Leute plötzlich gesagt, also jetzt längt es. Ich meine, das geht jetzt wirklich nicht. Aber auch mit den Kindern, das ist irgendwie... Und der Schulbus ist leider auch nur ein Teil von dem Problem. Am 23. August ist nämlich nochmal ein Bus getroffen worden, voll mit Frauen und Kind. 241 Schulen sind schon von Bomben getroffen worden, seit Kriegsbeginn. Das heisst, in dem Dokumentarfilm, den ich unten verlinkt habe, vom Schweizer Fernsehen, das ist sehr sehenswert. Dort wird auch so eine Schule gezeigt. Die Professorin Mundi hat in ihrem Bericht viele Karten, wo sie aufzeigt, was für Arten von Zielen das getroffen worden sind. Und sie behauptet, dass nur etwa ein Drittel von allen Zielen militärische Ziele sind. Sie listet dann auch auf, was in erster Linie dann versucht werden zu treffen und mit der Lenkrakete dann auch getroffen wird. Nämlich, ich lese, Wasserversorgung, Lebensmittelproduktion, Strassen, generell Transportwege, Schulen, Krankenhäuser, Spitäler, Wohnhäuser, Felder und Tierherden. Dass Unschuldige getroffen werden, ist kein Zufall. Das ist Taktik. Der Bericht von Martin Mundi heisst auf Deutsch die Strategien der verbündeten Mächte im Jemenkrieg. Doppelpunkt Luftbombardierungen und Food War, Lebensmittelkrieg. Als Folge der Bombardierung haben schon die Hälfte aller jemenitischen Bauern und Knechte ihre Höfe verloren, sind in die Stadt geflohen. Das heisst, auf diesen Höfen da wird nichts mehr angebaut. Gemüse und Früchte können wir im Land nicht mehr kaufen, schreibt sie. Und die Landwirtschaft die ist jetzt wirklich völlig kaputt. Bomben auf die Landwirtschaft, da stellen sich viele so vor, dass nun mal halt im Krieg Jagdbomber ihre Raketen abführen und wenn die Raketen nicht treffen, dann fliegen sie in ein Feld, checken nichts Schlimmeres. So ist es aber ganz klar nicht, schreibt Mundi. Es sind nämlich nur 3% der Fläche vom Jemen, die für die Landwirtschaft braucht. Ich zitiere, sie schreibt, wenn wir die Landwirtschaft von Jemen treffen wollen, dann müssen wir ziemlich gut zielen können. Requires a certain precision in aiming. Und doch ein Schweizer Spiel, ja, wir haben halt Geld damit verdient, verdienen wir immer noch, dass wir den Saudis helfen, ihre Kampfpiloten auszubilden.
Die Firma Pilatus hat in den vergangenen Jahren Saudi-Arabien für 500 Millionen Franken PC-21 Trainingsflugzeuge inklusive Flugsimulator verkauft. Die Mundi erzählt in ihrem Bericht eine Anekdote, die ihr ein Journalist erzählt hat, der einen höheren saudischen Delegierten interviewt hat. Nach dem Interview hat der Saudi das Mikrofon abgestellt und hat gesagt, wenn wir dann den Krieg gewonnen haben, dann dürfen wir ihn dann schon zu essen geben. Diese berechnende Bösartigkeit, man kann es nicht anders sagen, sieht man besonders gut an der Zerstörung der Fischerei. Am 16. September sind 18 Fischer festgenommen worden. Man hat sie kontrolliert, verhört und alles. Und am Schluss hat man sie wieder gehen lassen. Man hat alle zusammen in ein Schiff reingetan. Man hat das Schiff ins Meer rausgefahren und hat Raketen darauf abgeführt. Ein Fischer hat es trotzdem überlebt. Im Bericht hat es verschiedene Karten, die Mundi zeigt, wo in den vergangenen Jahren im Jemen Fischerboot und Häfen bombardiert worden sind. Bisher sind 220 Fischerboote bombardiert worden und 146 Fischer sind dabei ums Leben gekommen. Heute haben 80% der Jemeniten zu wenig zu essen und Cholera grassiert immer wieder im Land. Ein deutscher Begriff für die Krankheit ist Gallenbrechdurchfall. Es sind sehr viele Jemeniten gestorben. Von den Überlebenden sind 2 Millionen auf der Flucht. Flüchtlinge im eigenen Land, das Land können sie nicht verlassen. Sie sind umgeben von Feinden und von mir. Von diesen 2 Millionen sind etwa 10'000 körperlich behindert wegen Bombeneinschlägen. Die Mundi endet ihren Bericht damit, dass sie sagt, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder haben ein Zusatzprotokoll unterschrieben zu den Genfer Konventionen, wo sie drinnen abmachen, dass Menschen verhungern lassen und keine Kriegstaktik sein soll. Sie haben unterschrieben, dass sie darauf verzichten, das als Strategie im Krieg anzuwenden. USA und Israel haben es zum Beispiel nicht unterschrieben, aber die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate haben es unterschrieben. Aber es ist einfach irgendwie ein Papierdicker geworden. Man hält sich nicht dran. Im Jemen leiden ganzen Haufen Menschen, zahlreiche Länder sind involviert. Alle haben auch noch ein Stück von dem Kuchen. Und die Länder, die nicht mitmachen, wie Russland, China, vielleicht auch der Iran, die machen wir hässig. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir, wenn wir schon mit dagegen machen, wenigstens nicht mitmachen in dem Ganzen. Das war mein Video zum Krieg im Jemen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch Kommentare dazu. Mich würde sehr wundern, was ihr haltet vom Jemen-Krieg. Ich bitte euch, das in Kommentaren unten reinzuschreiben. Ihr dürft auch Kritik hinterlassen zu meinem Video. Habe ich schlechte Fotos verwendet? Habe ich irgendetwas falsch verstanden? Ich muss auch sagen, dass ich vieles vereinfacht habe. Es geht, glaube ich, nicht ohne Vereinfachung. Die Welt ist einfach zu kompliziert. Wir müssen die Komplexität ein bisschen reduzieren. Die Frage ist, wie dass wir das machen. Und ich hoffe sehr, dass wir das eben nicht so machen, dass wir sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, das sind wertvolle Menschen, das sind weniger wertvolle Menschen oder irgendwie so, sondern dass wir sagen, Krieg ist schlecht und Frieden, da sollten wir alles dafür machen. Hüt dich, Schweiz, vor fremden Heeren, sie brächten dich zu Unehren.